Ja, freut mich sehr, dass wir heute ein bisschen quatschen können. Es ist ja ein spannendes Thema, wie ich finde. Es ist auch für mich so eher, ich sage jetzt mal, ein neues Thema eigentlich jetzt hier auf dem Kanal, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, sehr spannend. Es geht um die Pflege und fangen wir am besten mal direkt an. Du bist ja einer der Köpfe hinter den Pflegewächtern. Und als ich das erste Mal dieses Wort gehört habe, Pflegewächter, habe ich mich halt gefragt, was ist es denn? Also, magst du mir das mal kurz zusammenfassen? Worum geht es denn bei den Pflegewächtern? Ja, total gerne. Ja, Pflegewächter, der Name ist Programm. Wir wachen über die Pflege. Und ja, das ist vielleicht, so wie du gesagt hast, erstmal erklärungsbedürftig. Aber es ist so, dass pflegebedürftige Personen oft nicht den Pflegegrad bekommen, der ihnen zusteht. Das sind dann vielleicht auch schon sofort Geschichten, die dir so einfallen aus dem eigenen Bekanntenkreis. Dass, ja, dass das da irgendwie doch nicht geklappt hat, mit dem Pflegefall, dass es irgendwie doch nicht so gelaufen ist, wie es hätte sein sollen. Und dass es da eben doch Probleme gibt. Und das ist, wie gesagt, so, dass pflegebedürftige Personen oft nicht den Pflegegrad von der Pflegekasse bekommen, der ihnen zusteht. Und damit verbunden auch nicht das Geld, was für die pflegerische Versorgung gebraucht wird. Und da kommen wir dann tatsächlich ins Spiel. Also das Ganze ist eine persönliche Erfahrung gewesen, als meine Oma auch pflegebedürftig geworden ist. Da ist uns das privat auch passiert. Also wir haben einen zu geringen Pflegegrad bekommen und dann auch eben nicht das Geld, entsprechend für die pflegerische Versorgung. Und ich bin zugelassener Anwalt und das hat mich natürlich irgendwie total gewurmt. Und wir haben dann jetzt angefangen, mit Pflegewächter eine Unterstützung im sogenannten Pflegegrad Widerspruch aufzubauen mit unseren Partnerkanzleien. Und ich kann dann mit unserer Unterstützung, mit der Unterstützung der Partneranwälte für den gerechten Pflegegrad kämpfen. Und dafür muss ich relativ wenig tun. Ich muss mich tatsächlich einfach nur bei uns auf der Webseite anmelden für diesen Widerspruch. Und alles Weitere, also kann ich wirklich ab da zurücklehnen, weil alles Weitere von den Partneranwälten übernommen wird. Und ja, ich bekomme dann also den höheren Pflegegrad und damit verbunden eben einfach auch mehr Geld. Und dann tatsächlich ist ein zweites Problem, dass pflegebedürftige Personen und auch die Familien gar nicht wissen, was man alles mit dem Pflegegrad machen kann. Also das ist ein Ergebnis. Ich bekomme beispielsweise den Pflegegrad 2, aber ich kann damit eigentlich gar nicht so wirklich was anfangen, weil ich gar nicht weiß, wie wird dieser Pflegegrad berechnet, wie kommt er zustande, vor allen Dingen aber auch, welche ganzen Budgets sind daran gekoppelt. Und auch da gibt es tatsächlich Erhebungen, dass pro Jahr mehrere Milliarden Euro nicht in Anspruch genommen werden, weil eben Familien nicht wissen, was man alles in Anspruch nehmen kann. Und auch da unterstützen wir, dass wir dann wirklich ja nicht nur Hinweise geben, sondern auch wirklich ganz konkret dazu anleiten, hast du denn schon alles beantragt, was dir zusteht? Und wenn nein, dann geht das immer bei uns auf unserer Webseite ganz, ganz schnell und einfach digital, ja. Also das heißt, du hast ja eben gesagt, unter anderem, also dann meldet man sich bei euch und dann bekommt man den höheren Pflegegrad, aber das ist ja wahrscheinlich, also es wird ja trotzdem nochmal überprüft, ne? Nur dass man das nochmal klarstellt jetzt an der Stelle. Also es geht ja nicht darum, ich melde mich und dann bin ich direkt von Pflegegrad 2 auf 3, das wäre, glaube ich, schön, also schön in Anführungszeichen, aber also dann findet so ein Überprüfungsprozess statt nochmal quasi. Richtig, genau. Also der Pflegegrad, der wird immer in Deutschland offiziell über die jeweilige Pflegekasse ausgegeben. Das ist dann auch immer meine Krankenkasse, ne? Also auf deiner, weiß ich nicht, bei der AOK oder bei der TK oder bei der DAK, das sind ja so große Kassen, wo dann viele Leute versichert sind. Das können wir natürlich nicht ändern. Aber was wir ändern, ist tatsächlich diese Auseinander, diesen, ja, dieser Gap, dass ich mich auskenne. Also viele Versicherte, die werden plötzlich pflegebedürftig und die wissen dann eben gar nicht, was kommt da auf mich zu. Die sind schlecht vorbereitet und das führt dann eben ganz häufig auch dazu, dass eben nicht der korrekte Pflegegrad ausgegeben wird. Der medizinische Dienst, das sind die Gutachter der Pflegekassen, die werden von den Kassen beauftragt, eben für diese Erhebung und Prüfung der Pflegebedürftigkeit. Das ist auch am Ende Arbeitsfachkräftemangel, ein knappes Gut.
Und die gucken da halt auch und müssen auch gucken, dass sie da halt irgendwie durch diese ganzen Aufträge, durch diese ganzen Begutachtungen durchkommen. Und wer da nicht gut aufgestellt ist, der zieht da eben dann doch auch den Kürzeren. Und das ist zum Beispiel eine erste Beratung, die wir bieten, dass ich mir ja selber so einen Vorcheck mal machen kann, welcher Pflegegrad steht mir eigentlich zu. Und dass diese Asymmetrie von, das ist das Wissen der Gutachter, die ja auch medizinisch geschult sind, und das ist hier so mein Kenntnisstand im Pflegefall, versuchen wir so einen Gleichlauf herzustellen. Also dass man bei uns tatsächlich einfach mal guckt, wie wird denn so ein Pflegegrad ermittelt und was steht mir denn eigentlich potenziell zu? Weil dann komme ich in diese Begutachtung, dann ist das nicht neu für mich, sondern ich habe da ein Gutachten, das habe ich schon mal durchlaufen. Also ich kenne das Verfahren und das kriegt man bei uns auch kostenlos zum Download. Also ich kann mich da im Begutachtungstermin auch dann festhalten. Und das sind tatsächlich auch Feedbacks, die wir bekommen von unseren Kunden, die dann sagen, Mensch, die haben da ganze Module vergessen. Also der Pflegegrad wird über sechs Okay. verschiedene Bereiche ermittelt und konnten dann nochmal sagen, Moment, Moment, stopp, Sie können hier noch nicht gehen. Wir haben ja noch gar nicht über meine psychischen Probleme gesprochen beispielsweise, ne, oder über Ja. meine Versorgung im Alltag, wie ich die sonst so bestreite, beziehungsweise da brauche ich eben ganz viel Unterstützung durch Dritte. Das müssen Sie bitte auch noch prüfen, weil ich eben sonst den Pflegegrad gar nicht bekomme, den ich brauche. Ja. Ja, das, was ich mich jetzt gefragt hatte, ist, woran liegt's, ne? Also, wenn man es jetzt mal zusammenfasst, weil, wenn ich das Ja. jetzt so vom medizinischen Dienst, ich glaube, jeder hat das irgendwo im Umkreis schon mal miterlebt, ne? Also, meistens kommen die ja irgendwie vorbei, sei es jetzt ins Heim oder nach Hause oder wenn es schnell gehen muss, auch mal am Telefon. Und man will ja auch dann den Leuten nichts Böses unterstellen. Also, ich persönlich möchte mir nicht vorstellen, dass jemand vom medizinischen Dienst jetzt sagt, so, jetzt gebe ich dem mal einen niedrigeren Pflegegrad, weil ich kann es halt, ne? Aber woran liegt es denn, dass ja, dass man manchmal viel zu niedrig eingestuft wird, deiner Meinung Ja. nach. Ja, also was Böses unterstellen möchte ich da grundsätzlich auch nicht. Aber es ist tatsächlich so, das sind nicht unsere Zahlen, sondern das sind wirklich auch offizielle Zahlen in der ganzen Bundesrepublik. Das hat die Tagesschau, die ARD, die hatten das mit einer Investigativabteilung erhoben, dass in den letzten 3 Jahren kontinuierlich knapp 30% der Widersprüche Erfolg hatten und der Pflegegrad erhöht werden musste in einer Nach Prüfung. Und das ist also rückwirkend 3 Jahre jede knapp dritte Person zu niedrig eingestuft. Das ist schon einfach so eine Menge, dass es dann auch irgendwann schwierig wird zu sagen, ja, das ist immer so der blöde Einzelfall, sondern das ist Naja. schon, also das zieht sich durch. So, Ja. das sind die objektiven Zahlen. Und wir merken tatsächlich bei uns in unserer Arbeit, dass wir eine Quote haben, die sogar weit über diese 30% hinausgeht. Und ja, woran liegt das? Das liegt, um erstmal einen Punkt für den medizinischen Dienst zu machen, wahrscheinlich und sicher auch an Situationen, die eben nicht gut vorbereitet sind, was ich eben gerade schon gesagt hatte, dass ich, weil ich gar nicht weiß, was da alles auf mich zukommt, auch nicht allen relevanten Sachverhalt vortrage. Ja, weil das eben alles neu für mich ist und ich dann auch ein bisschen überfahren und überfordert bin. Dann habe ich vielleicht die ärztlichen Atteste nicht vorbereitet, nicht vorliegen. So, und der medizinische Dienst springt dann schon wieder zur Tür raus. Und eigentlich wären da ein paar Informationen noch wichtig gewesen. Also Okay. da liegt ein bisschen was auch bei den Familien, dass man sich besser darauf vorbereiten kann. Dann ist das Thema Pflegebedürftigkeit natürlich immer auch so was Persönliches. Niemand möchte gerne pflegebedürftig sein und auch das sind Erfahrungswerte. Was man dann halt auch wirklich immer wieder hört, dass im Begutachtungstermin, da geht auf einmal wahnsinnig viel. Ich bin dann doch noch mal so richtig, du lachst schon, ne? Habe ich schon gehört, ja. Ja, so, also das sind tatsächlich Sachen, die können da so passieren auf Seiten der Pflegebedürftigen. Aber gerade weil du auch lachst, das sind eigentlich Sachen, die sind ja bekannt. Und nochmal, wir sprechen da ja wirklich von medizinisch geschultem Personal. Also das sollte wirklich als bekannt vorausgesetzt werden und dann muss ich da eben gerade deshalb auch besonders darauf achten, wie ist denn wirklich der reale Bedarf? Und am Ende ist das gesetzlich vorgeschrieben, wie diese Pflegebedürftigkeit zu bestimmen ist und dann muss ich auch durch alle 6 Module gehen. Und wir sehen aber, dass tatsächlich häufig einzelne Module komplett ausgelassen werden und das ist Okay. entweder ja ein nicht wissen oder ein nicht wollen, sagen wir immer. Also entweder wissen das dann auch manche Gutachter nicht, dass es da bestimmte Bereiche gibt, oder
aufgrund von Zeitmangel oder was auch immer, wollen sie es dann nicht, weil sie es nicht können oder so, ne? Und dann schon wieder in den nächsten Termin müssen, weil Zeitdruck Ja. da ist. Aber dann werde ich meinem gesetzlichen Auftrag halt auch nicht gerecht. Und Ja. wie gesagt, das sind objektive Zahlen, dass da statistisch ein Drittel fast der Leute nicht korrekt begutachtet wird. Ja. Und wie mache ich das dann, wenn ich jetzt, ja, ich habe mich schon ein bisschen vorher eingelesen und denke so, ja, vielleicht Pflegegrad 1 und so weiter. Dann kommt der medizinische Dienst, sagt so, nee, Sie kriegen keinen Pflegegrad. Ja, wie kann ich das denn als Antragsteller für mich in Erfahrung bringen, ob es sich lohnt, überhaupt einen Widerspruch einzulegen? Weil es gibt, glaube ich, bestimmt auch sehr viele Leute, die denken, ja gut, die haben die Ahnung, ne, und die schätzen mich jetzt so ein, deswegen ist das jetzt einfach so. Also, weißt du, wie ich meine? Also, ab wann sollte ich denn dann so ein bisschen stutzig werden vielleicht? Ja, tolle Frage. Also genau das ist ja dann auch unser Angebot, dass ich kostenfrei den voraussichtlichen Pflegegrad in so einem Selbstcheck mal machen könnte. Und was wir halt sehen, ist, dass dieser Selbstcheck, wir haben uns da wahnsinnig viel Mühe gegeben. Wir haben den auch nicht allein entwickelt, sondern in Partnerschaft mit verschiedenen Wohlfahrtsverbänden. Also die Arbeiterwohlfahrt, also die AWO, das Deutsche Rote Kreuz und auch die Diakonie, die waren daran beteiligt. Also mit denen haben wir uns zusammengesetzt und haben die halt gefragt, Mensch, wie läuft denn so eine Begutachtung ab? Wo seht ihr da so Fallstricke? Und haben uns wirklich bemüht, diese Komplexität auch dieser medizinischen Fragen runterzubrechen auf einfache und verständliche Frage, sodass es wirklich jede Person irgendwie kann. Und genau dann sollte ich eben ja, mal stutzig werden, wenn dieses selbstermittelte Ergebnis bei uns eben einfach höher ist als das, was die Kasse mir dann auswirft. Das kann tatsächlich eben ja, so ein Warnsignal sein, ne, wo dann die roten Lampen leuchten, wo ich dann überlegen sollte, mache ich diesen Widerspruch? Und wir haben, was das angeht, wirklich, glaube ich, ein echt tolles, faires Angebot. Wir haben das früher sogar komplett kostenfrei gemacht. Also wir als Pflegewächter haben die Kosten unserer Partneranwälte übernommen, weil wir gesagt haben, das ist so wichtig, dass die Leute einen korrekten Pflegegrad bekommen. Wir finanzieren diese ganze anwaltliche Tätigkeit vor. Das machen wir oder können wir mittlerweile nicht mehr so stemmen, aber wir machen das im Kern immer noch so. Also du kommst dann zu uns auf die Webseite, du meldest dich an. Also wir brauchen von dir dann deinen Namen, die Adresse und auch so ein bisschen einfach auch ein Einblick, wieso, weshalb, warum bist du denn eingeschränkt in deinem Alltag? Woran könnte das denn liegen, deine Pflegebedürftigkeit? Diesen Fall, diese Informationen, die bereiten wir auf und geben die dann weiter an unsere Partneranwälte. Die fordern eine Akteneinsicht bei der Pflegekasse ein. Also ziehen sich einmal komplett die ganzen Daten. Warum hat denn die Pflegekasse, warum hat der medizinische Dienst diesen oder jenen Pflegegrad eben erhoben? Und welche Informationen liegen dahinter? Also welche ärztlichen Atteste wurden eingeholt oder auch nicht? Welche Erkrankungen und Einschränkungen im Alltag wurden erkannt und welche eben auch nicht? Und da schreiben wir dann, also unsere Partneranwälte, eine rechtliche Begründung, schicken die ab. Die Kunden kriegen das auch zur Kenntnis. Und im Erfolgsfall muss die Pflegekasse diese Anwaltskosten bezahlen. Im Misserfolgsfall tragen wir, wie gesagt, die ganzen Kosten. Das heißt, es ist für mich wirklich kostenfrei. Aber dadurch, dass eben im Erfolgsfall und unsere Partneranwälte sind überdurchschnittlich erfolgreich, können wir halt in eine solche Mischkalkulation gehen, dass wir dann doch nicht auf diesen Kosten sitzen bleiben, sondern es tatsächlich von der Pflegekasse bezahlt werden muss. Und für diesen Erfolg berechnen wir einmalig 60 Euro Ach so, okay. von den Versicherten. Und das ist dann tatsächlich unser Geld, was wir dann bekommen. Ja. Ja. Also es ist am Ende eine Win-Win-Situation. Wir gewinnen nur, wenn auch die Kunden gewinnen. Also das ist das, was, ja, also wo wir wirklich echt in diesen Vorlauf gehen, das ganze Risiko tragen. Und was die Kunden halt klar haben können, dass, wie gesagt, wir wirklich auch nur dann profitieren, wenn auch du einen höheren Pflegegrad bekommst, also den Erfolg und eben mehr Geld für die Pflege. Ja. Ja. Kannst du denn irgendwie was für die Leute, ich meine, es gibt ja sehr viele Leute, die legen sehr viel Wert auf Statistiken, auf Erfolgsquoten und so weiter. Jetzt haben wir ja vorhin schon gesagt, wie viele Millionen eigentlich in Anführungszeichen erstmal verloren gehen, dadurch, dass Leute in zu niedrigen Pflegegrad eingestuft werden. Kannst du mir denn was zu eurer Erfolgsquote sagen? Also kann man da sagen, so und so viel Prozent der Einträge, die eingereicht werden, gehen gut aus für den Antragsteller? Gibt es da irgendwie Zahlen? Ja, also wir hatten tatsächlich eine Erfolgsquote von über 70% in den Widersprüchen. Okay.
Und dann ist tatsächlich Folgendes passiert, dass also die Versicherungen, die Pflegekassen, die sind per Gesetz dazu angehalten, einen solchen Widerspruch innerhalb einer Frist von 3 Monaten zu bearbeiten. Und das schaffen die kaum noch, weil es so viele pflegebedürftige Personen gibt, also die Zahl steigt und steigt ja, dass einige Kassen dazu übergegangen sind, Widersprüche inhaltlich einfach gar nicht mehr zu bearbeiten. Also das muss man sich eigentlich mal vorstellen, und das ist wirklich echt ein Skandal. Der Widerspruch ist ein Recht, was mir zusteht, gegen jede Behördenentscheidung. Also das ist nichts jetzt Einzelfall typisches nur bei dem Pflegegrad, sondern immer dann, wenn ich irgendwo einen Antrag stelle gegen irgendeine Behörde und bin mit diesem Ergebnis, was ich da bekomme, mit diesem Bescheid nicht zufrieden, kann ich Habe diesen ich ja auch sogenannten bei der Widerspruch Steuer, einlegen. genau. Also So, theoretisch genau. jetzt, ja. Ja. Okay. Also etwas, was wir im Alltag eigentlich kennen. Und der Widerspruch ist dann eine Möglichkeit, dass die Behörde intern ihr Arbeitsergebnis nochmal überprüft. Und wir sehen jetzt durch unsere Partneranwälte und deren Bearbeitung, ja, dass die Pflegekassen mitunter diese Überprüfungen einfach nicht mehr vornehmen. Wir vermuten, dass sie es einfach nicht mehr schaffen. Aber auf diesen Widerspruch folgt in relativ kurzer Zeit eine Ablehnung. Und das hat dazu geführt, dass Okay. natürlich auch bei uns diese Quote, die ich gerade genannt habe, ein Stück weit gefallen ist. Ich glaube nicht, weil wir nicht mehr so erfolgreich sind, sondern einfach, weil die Kassen so überfordert sind, dass sie da, ja, wie gesagt, echt rechtswidrig diese Prüfung nicht mehr vornehmen. Und was wir Okay. jetzt relativ neu aufgebaut haben, ist dann auch eine Unterstützung, auch im Klageverfahren. Also ich komme dann raus aus diesem behördeninternen Überprüfungsverfahren, dem Widerspruch, und muss dann in ein Klageverfahren gehen. Das ist am Ende immer auch Stress für die Versicherten. Das Na kostet klar. immer auch Geld und auch Zeit. Da hatte zum Glück der RBB jetzt auch mal drüber berichtet. Also wir hatten da ein Interview mit dem RBB. Das ist aber tatsächlich noch nicht so hochgekocht, wie wir uns das gewünscht hätten, dieses Thema, weil es, wie gesagt, echt ja eine Sauerei ist, was da mit den Versicherten auch passiert. Ja. Ist das denn, gibt es da irgendwie jetzt, nee, du hattest ja gesagt, die haben jetzt noch kein offizielles Statement irgendwie dazu abgegeben, ne? Weil du jetzt, also ihr habt jetzt so die, ist es so eine Vermutung, weil diese Anträge dann so schnell abgelehnt werden, dass die das nicht bearbeiten oder haben die das selbst schon irgendwie durchblicken lassen? Also weißt du, wie ich meine? Weil es ist ja klar, Ja. ich meine, es könnte ja theoretisch, wie gesagt, wir glauben ja immer an das Gute im Menschen, es könnte ja auch theoretisch sein, dass dieser, ne, dass der Antrag wirklich durchgeguckt wurde, halt innerhalb kurzer Zeit und dann abgelehnt worden ist. Also wo kommt diese Vermutung her oder diese Aussage dann? Ja, wir haben tatsächlich über unsere Partneranwälte da natürlich auch Einblick in auch da die Interna. Und da sind den Pflegekassen auch schon einige Sachen versehentlich oder auch willentlich, weil sie es da nicht gewusst haben, rausgerutscht. Also wir haben eine Pflegekasse, die hat das explizit bestätigt, dass sie es einfach Okay. zeitlich nicht schaffen und deshalb lieber erstmal ablehnen. Wir haben auch tatsächlich über unsere Partneranwälte schon mehrere Gerichtsentscheidungen erstritten, wo auch die Gerichte gesagt haben, also Entschuldigung, aber das sind hier einfach nur Leerformeln. Also das ist nicht begründet, warum der Widerspruch abgelehnt wurde. Das ist hier wirklich einfach der Gesetzestext so ein bisschen kopiert. Dann halt, wie gesagt, so allgemeine Floskeln, Leerformeln hat das Gericht, das war in München, Ja. in zwei verschiedenen Fällen entschieden. Ja, und also das sind tatsächlich nicht nur Vermutungen, sondern wie gesagt, das ist auch schon durch Gerichte bestätigt, Ja. dass da mit den Versicherten halt auch ja so ein gewisses Schindluder getrieben wird, leider. Ja. Ja gut, es ist klar, die lassen es dann vielleicht auch drauf ankommen, so ein bisschen, ne? Könnte man sich denken, so von wegen, ja, wenn der Antrag abgelehnt worden ist, dann werden wahrscheinlich nicht 100% von allen, wo der Antrag abgelehnt worden ist, direkt klagen. Also das ist ja wirklich nochmal so das Next Level, Ja. ne? Und ob du dann, ja gut, oh Mensch, Das ey. ist ein Teil dieses Spiels, sage ich mal, ja. Und andersrum ist das genau halt unser Ziel, möglichst viele Leute da eben zu stützen und ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen und das wirklich eben auch möglich zu machen. Aber ja, wir reden am Ende von pflegebedürftigen Personen. Also das mussten wir auch erstmal lernen, was das wirklich bedeutet. Aber da sind manche Leute, ein älterer Herr, eine ältere Dame, 80 Jahre plus, die leben dann vielleicht auch allein, weil es keine Angehörigen gibt, keine Kinder gibt, die da sind, der Ehepartner ist vielleicht verstorben. Die sind
ja auch auf diese Gelder der Pflegekasse angewiesen. Ne? Also die Ja, haben da klar, ja auch ja. jahrelang eingezahlt und die haben wirklich teilweise Schiss und denen muss man echt gut zureden. Und selbst dann springen einige ab. Also das ist genau das, Cornelia, wie du das gesagt hast, das klagen dann doch eben nicht alle, weil die halt auch zu uns sagen, ja Mensch, Florian, ich habe so Schiss, wenn ich jetzt, also vielleicht ist mir die Kasse böse, also schon beim Widerspruch ist das mitunter eine Überredung. Die sind Ja. mir dann böse und was mache ich denn, wenn die alles einstellen, wie die komplett zumachen, dann gehe ich hier über den Jordan. Dann bin ich Ja. ganz allein und ich brauche ja dieses Geld. Und den Leuten gut zuzusprechen und eben, so wie wir das auch gerade gemacht haben, zu sagen, na, der Widerspruch ist ja was ganz Alltägliches, das machst du gegen einen Steuerbescheid, das machst du bei all den Sachen, also auch beim Bauantrag, wenn du da was nicht bekommen hast und so weiter und so fort. Das ist ein Recht, was jedem Bürger zusteht. Nimm das in Anspruch, du brauchst das, weil es einfach nicht fair ist, der Pflegegrad hier aktuell. Und wenn das eben nicht klappt, und jetzt halt so abgewiesen wird, ohne inhaltliche Prüfung, wie wir auch schon besprochen haben, dann ist das eben nochmal eine andere Stufe, zu sagen, und jetzt musst du vors Gericht, das ist die einzige Möglichkeit, die der Gesetzgeber so noch vorsieht. Da bekommst du dann aber tatsächlich endlich mal eine unabhängige Prüfung durch gerichtliche Gutachter und nicht durch den medizinischen Dienst, der halt über die Pflegekasse beauftragt wird. Ja. Ja, und jetzt hast du ja auch, wir haben jetzt schon öfter so, ich glaube, das Wort Komplexität oder Synonyme dafür gab es ja auch. Also ich meine, Ja. es ist ja wirklich so, ne? Also ich meine, es ist ja nicht so, dass der medizinische Dienst vorbeikommt und dann hat man direkt seinen Pflegegrad, dann weiß man, was einem zusteht. Also man weiß es. Also ich habe es selber auch schon mitgemacht und für mich waren das alles böhmische Dörfer. Ich habe wirklich gedacht, so, oh mein Gott, maximale Überforderung in dem Moment. Ja. Würdest du denn sagen, dass es theoretisch möglich wäre, das ist immer so flapsig ausgedrückt, aber ich frage es trotzdem, das ganze System ein bisschen zu vereinfachen, sodass alle glücklich sind, also sowohl die Behörden als auch die pflegebedürftigen Menschen, oder ist das jetzt schon so das Optimum und es ist halt einfach so kompliziert, wie es ist? Also zunächst mal finde ich, dass das System, also abstrakt, wenn wir drauf schauen, dann ist das eigentlich richtig gut gemacht. Also ich melde meine Pflegebedürftigkeit an. Ich muss dazu ja eigentlich nur bei der Pflegekasse anrufen und sagen, Mensch, schickt mal bitte jemanden vorbei. Und dann kommt jemand, also es ist ja eigentlich ein toller Service, kommt jemand, übernimmt diese Einstufung, diese Eingruppierung in den Pflegegrad. Und der Gesetzgeber hat das, um da wirklich mal eine Lanze zu brechen, echt auch toll grundsätzlich organisiert von den Leistungen, die ich in Anspruch nehmen kann. Würde ich an der Stelle mal einen Punkt machen, weil sonst kommen wir da, also es ist, ich habe viele verschiedene Budgets, die ich miteinander kombinieren kann, um eigentlich verschiedene Bedarfe auch der Pflegebedürftigkeit abzudecken. So der abstrakte Blick von mir auf dieses Pflegesystem, auf unseren Sozialstaat. Dann habe ich aber jetzt natürlich in der Praxis das Problem steigende Kosten, wo diese ganzen Sätze, diese Budgets auch so ein bisschen hinterherhinken. Also das ist tatsächlich etwas, wo ja auch immer mehr Leute sagen, ich kann mir Pflege selber gar nicht mehr leisten. Es gibt immer mehr Leute, die einen sogenannten Antrag auf Hilfe zur Pflege stellen, also quasi das Bürgergeld, wenn ich pflegebedürftig bin, also wo auch da wieder der Staat Leistungen zuschießen muss. Und ganz konkret zurück zu deiner Frage, diese Pflegebedürftigkeit, die auch da, man muss halt irgendwie für alle Bundesbürger und Bürgerinnen das irgendwie schaffen, auch da ja so eine Einheitlichkeit herzustellen. Also am Ende pressen wir die Leute, also uns alle in halt fünf verschiedene Pflegegrade. Und da braucht es dann halt ein, ja, also diese sogenannten Begutachtungsrichtlinien, die das dann halt auch, jeder Einzelfall ist eben anders, aber um doch halt so eine, ja, gewisse Gerechtigkeit herzustellen, wieso, weshalb, warum, bekommt diese Person jetzt mehr, höheren Pflegegrad und damit eben mehr Geld für die Versorgung als eine andere Person. Was sind da halt die Hintergründe? Das erfordert, glaube ich, einfach schon auch eine gewisse Komplexität in der Sache. Was ich nicht verstehe, ist tatsächlich, warum man das aber auch künstlich komplex macht. Also im Idealfall würde ich wirklich sagen, ich rufe an, da kommt jemand zu mir nach Hause und ermittelt den Pflegegrad und ich bekomme das Ergebnis und kann dann ganz in Ruhe für mich entscheiden mit einer anschließenden oder begleitenden Beratung, was ich jetzt mit diesem Pflegegrad, den ich bekommen habe, eigentlich machen kann und auch anstoßen kann an auch finanziellen Leistungen und daran gekoppelter pflegerischer Unterstützung und Versorgung. Die Realität ist aber so, dass ich heute schon in einen sehr bürokratischen Antrag gehe bei der Pflegekasse. Also es reicht nicht, dass ich da anrufe, sondern wenn ich das mache, dann schickt mir die Pflegekasse, das hängt dann ab. Also die Bögen der TK, die sind ein bisschen kürzer, glaube ich.
Die Bögen der AOK, die sind mitunter ein bisschen länger, also wirklich dann mehrere Seiten Papier, die ich dann bei meiner Erstkontaktaufnahme erstmal zugeschickt bekomme. Da muss ich mich dann erstmal durchkämpfen, muss das alles ausfüllen und muss in diesen Anträgen schon eigentlich sagen, ich hätte gerne einen Pflegegrad 2, 3, 4, was auch immer, weil ich bestimmte Leistungen auswählen muss, schon zu diesem Zeitpunkt der Antragstellung. Und erst dann, nachdem ich diesen ganzen Papierkampf gemacht habe, kommen die Gutachter zu mir nach Hause und ermitteln dann den Pflegegrad. Da habe ich aber diese ganze Arbeit und die ganzen Leistungen auch irgendwie schon ermittelt. Und die Leistungen, die koppeln immer an den Pflegegrad. Also es macht eigentlich viel mehr Sinn, erstmal einen Pflegegrad zu bekommen und dann zu gucken, welche Leistungen stehen mir zu, also dann die Bürokratie zu machen. Aktuell in der Praxis läuft es so, ich mache erst die ganze Bürokratie, dann bekomme ich ein Ergebnis. Und manchmal passt das Ergebnis gar nicht. Das heißt, die ganze Arbeit, die ich hier gemacht habe, die fällt in sich zusammen, weil ich das Ergebnis nicht bekomme. Und dann stehe ich blöd da. Und dann muss ich in den Widerspruch gehen, also habe hier den nächsten Prozess, haben wir schon drüber gesprochen, mit diesem ganzen Kampf, der da passieren kann, um dann hier möglicherweise doch vielleicht wieder diese Leistung, die ich irgendwann hier mal beantragt habe, zu bekommen. Und das ist so eine Komplexität, die unnötig wäre, ja. Die man aber ein bisschen einfacher machen kann, wenn man euch kontaktiert. Also zumindest jetzt den groben Ablauf, wenn dann der Pflegegrad Ja. nicht erreicht worden ist, den man sich gewünscht hat. Okay. Ich habe eigentlich am Ende immer so die Frage, so, und was machst du dieses Jahr noch? Das ist jetzt, in deinem Fall ist es ein bisschen schwierig, aber man kann sie ja vielleicht ein bisschen umändern, die Frage. Also, wie sieht denn der Rest des Jahres aus? Habt ihr auch so Zeiten, wo ihr sagt, da haben wir jetzt Stoßzeiten? Also hört sich jetzt blöd an, aber ne, wo wirklich mehr zu tun ist? Oder lasst ihr es dann zum Ende des Jahres auch ein bisschen ruhiger angehen? Gibt es irgendwas, was gibt es irgendwelche Neuigkeiten bei den Pflegewächtern? Irgend so ein kleiner Ausblick vielleicht. Ja, also tatsächlich ist der Dezember auch immer so ein bisschen so ein Ruhemonat. Aber also das liegt tatsächlich an den Feiertagen, die da sind. Also dann arbeiten ja auch die Pflegekassen nicht. Und das merken wir, dass dann so ein bisschen die Fallzahlen runtergehen. Also wir betreuen alleine bei dem Widerspruch mit unseren Partnerkanzleien 300 Versicherte jeden Monat, die sich so bei uns melden. Tendenz stetig steigend. Und das merken wir, dass das im Januar dann wieder gewaltig anzieht. Das hängt wahrscheinlich eben damit zusammen, dass diese Pflegegrade, diese Bescheide, da so ein bisschen eben nicht bearbeitet werden bei den Kassen. Und der Feiertage, also da fehlen dann einfach so 2 Wochen grob Briefe, die an die Versicherten rausgegangen sind. Und ich bin natürlich über die Festtage nochmal in der Familie. Und da merken dann vielleicht auch manche Angehörige nochmal, Mensch, boah, da ist ja wirklich bei Mama, bei Papa echt was passiert. Müssen wir mal nach den Feiertagen so im neuen Stimmt, Jahr neue ja. Vorsätze wieder was anschieben. Das merken wir tatsächlich in den Zahlen. Also, dass so der Januar dann meistens echt, meistens so ein Peak ist, da geht es dann wieder richtig los. Was wir bei Pflegewächter machen, wir sind ja echt noch ein junges Unternehmen, mit eben stetigem Wachstum auch der ganzen Kundenzahlen. Wir haben jetzt bald über 10.000 Versicherte im Pflege, also bei der Pflegebedürftigkeit im Pflegefall begleitet. Wir sind weiter im Aufbau und in der Verbesserung unserer Services. Also, was wir natürlich auch klar haben, ist, dass gerade die älteren Leute mit unserer digitalen Plattform natürlich ein bisschen fremdeln. Da versuchen wir tatsächlich unsere Beratung zu verbessern, also dass man noch mehr als heute mit uns in Kontakt treten kann. Das sind Dienstleistungen, die wir aufbauen wollen. Und ansonsten, auch das hat mir ganz kurz schon geteasert, diese ganzen Pflegebudgets, also da gibt es, wie gesagt, 8 verschiedene finanzielle Geldtöpfe, die ich in Anspruch nehmen kann, wenn ich pflegebedürftig bin, da tatsächlich auch eine strukturierte Beratung und Unterstützung zu bieten. Auch da sind wir gerade nochmal in einer neuen Konzeption, die wir jetzt abgeschlossen haben, um auch da nochmal so die Nutzerführung in diese Geldtöpfe zu vereinfachen und zu verbessern. Also das ist was, wo ich wahnsinnig gespannt bin, dass wir das endlich wieder live an den Start bringen. Also ich glaube, das wird nochmal ein richtig toller Service, den es so in Deutschland auch nicht gibt, dass ich da in die Hand genommen werde. Also beispielsweise, wo soll denn die Pflege stattfinden? Zu Hause oder in einem Pflegeheim? Wenn zu Hause, wer soll es denn machen? Angehörige allein, also in Kombination mit einem Pflegedienst oder einem Pflegedienst alleine. Und ich anhand, also wirklich eine Bedarfabfrage, eine Wunschsituation und diese ganze Bürokratie, die ganzen Anträge, die ich halt stellen kann, die werden im Hintergrund aufgebaut. Also auch ähnlich dort wie eine Steuererklärung. Ich muss das gar nicht alles verstehen, das ganze Jura dort, sondern das wird für mich im Hintergrund aufgebaut. Der perfekte Antrag wird generiert
Ich beantworte vorne einfach nur ein paar einfache Fragen und mit einem Tastenklick kann ich das dann abschicken an die Pflegekasse. Also das ist was, was es so für, also für, das hat mich auch überrascht, aber das gibt es so in Deutschland noch nicht. Und das ist was, wo wir kurz davor sind, das an den Start zu bringen. Und dann sind wir in Gesprächen mit verschiedenen Pflegeverbänden tatsächlich, also wirklich größeren Einheiten. So ein paar hatte ich ja auch eingangs genannt, unsere Kooperationspartner. Das Ja. wirklich dann echt, also wir bieten das heute schon bundesweit an. Aber also 10.000 Leute ist für uns ein toller Achtungserfolg. Aber pflegebedürftig sind ja 5 Millionen Versicherte plus. Also da wirklich noch, ja, noch mehr Marktdurchdringung zu erreichen, das ist was, wo wir auch tatsächlich schon länger Gespräche führen und auch da hoffen, dass wir da die nächsten Schritte gehen können mit eben Partnern aus der Wohlfahrt, aber auch aus der freien Pflege. Also ja, genau. Sehr schön. Ja, hör mal, dann wünsche ich euch viel Erfolg. Ich wünsche auch den Leuten, die sich an euch wenden, natürlich viel Erfolg. Das Ja. ist ja auch irgendwie dann so ein bisschen eins. Und ja, dann alles Gute. Vielen Dank. Danke, danke dir.